junger Vater zieht ja immer der 125er. Achtung, ist absolut kein Problem. Ah, jetzt wird es 300 geben auf Autobahn. Mal schauen, wie schnell wir tatsächlich sind. Ich glaube 280 oder so werden wir auf jeden Fall packen. Mal schauen, ob ihr überhaupt was seht, ob die Kamera richtig eingestellt ist und so. Ist ja nicht alles selbstverständlich. Ja, herrlich. So geil. Richtig Bock. Der Motor ist noch nicht warm. Das ist scheiße, weil wir direkt geradeaus. Wir müssen geradeaus. Und jetzt sollte gleich unbeschränkt da sein. Ich hoffe, dein Motor ist warm. Ja, ist okay. 61 Grad Öltemperatur. Ist okay. Ja. Ey, ich weiß, die Cops jetzt, wenn wir an denen vorbeifliegen mit 300, die davor so sympathisch waren, so wumm, die verlieren ihr Essen im Auto. Ja, wie geil. Passt die Kappe okay. Tendenziell immer weiter nach unten als nach oben, okay. Weil die Leute wollen den Tacho sehen. Alles klar. Okay, ich hoffe, es passt. Leute, nehmt es mir nicht zu übel, wenn es nicht passt. Ey, das waren ja die scheiß Ampeln, die Marke ja erwähnt hat, gell? Ja. Wie geil telefoniert er mit seiner Perle. Wo bist du? Bei Megas. Ja. Ey, wenn jetzt die Cops hinter dem wären. Ja. Alter, geht das auch noch hier, oder? Nee, das geht nicht. Ich dachte gerade, der schreit uns an. Ja, den Fahrradfahrer mit der Leuchte kann man auch nicht übersehen. Ey, verpasst die Ampelphase nicht, gell? Sonst warten wir nochmal 5 Minuten. Ja, komm. Ja. Geht zu leicht, oder? Wie meinst? Was, zu leicht? Ja, sind wir zu leicht? Nee. Hast du mich mal gesehen? Oh, das wird geil. Die Kurve hier ist schon geil auf kalten Reifen. Ne? Müssen halt aufpassen, bis mit der Schräglage und es ist halt schön dunkel. Das bedeutet, wir können durchladen. Ne? Junger Vater! Zieht ja wie immer der 125er. Halt mich am Manu fest, als würde mein Boden voll abhängen. Wortwörtlich. Jetzt kommt eine heftige Bodenwelle. Die wird ihn erschrecken. Die Bodenwelle wird ihn jetzt erschrecken. Da müsst ihr euch drauf jetzt. Da war sie jetzt noch eine. Genau, die hat ihn erschreckt. Er ist vom Gas gegangen. Auto zieht raus. Was für ein Arsch, ey. Die mittlere Spur ist frei und er zieht raus. Klassiker. Wie geil! Wir fliegen einfach an den Autos vorbei, als würden die stehen. Ja, der Auspuff, so eine Symphonie von Sound. So geil. Ist zwar immer noch unbeschränkt, aber Manu muss sich ein bisschen erholen, weil es ziemlich anstrengend für ihn. Er trägt unser beider Gewicht beim Topspeed, weil ich mich an ihm festhalte. Ist immer so beim Sozius fahren. Und die linke Spur wird halt auch blockiert. Wie jetzt in dem Beispiel. Da hätte ich schon eine Lichtlupe gegeben. Weil der wird keinen Platz machen. Doch, er macht Platz. Wir können durchladen. 220. 230. Junger Vater. 240. Heftig. Sehr geil. Manu ist ein richtig guter Autobahnfahrer. Das ist das größte Kompliment, was man dem Superduke-Fahrer geben kann. Nee, war ein Spaß. Er fährt auf jeden Fall sehr vorausschauend auf der Autobahn. Ich fahre sehr gerne bei ihm mit. Aber er merkt halt extrem, wenn ich meinen Körper ändere bei über 200 km/h. Weil mein Körper gibt einfach so einen heftigen Luftwiderstand. Das ist nicht mehr normal. Das ist halt typisch bei Naked Bikes auf der Autobahn.
geil, geil, geil. Das ist heftig, ey. Wir fahren einfach 190, als wäre es eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Der Motor dreht gerade mal 6.500 Umdrehungen. Damals meine CBR125R hat wie viele Umdrehungen gehabt? Ich glaube 7.500 bei 100 km/h. Oh, geil. So ein geiles Motorrad. 160 fühlt sich jetzt an, als könnte ich absteigen. Ne? 160 km/h. Oh Mann. Und wenn man dann was Kleineres fährt, fühlt sich 160 an, als würde man fliegen. Ne? So typisch für die Autobahn. Ich habe diesmal keine Ohrstöpsel drin, sprich ab so 200 km/h, 220 km/h hört man seine eigene Stimme kaum noch. Deswegen ist es relativ schwierig, Motor zu blocken, weil man nicht weiß, ob man die Stimmlage trifft oder eben nicht. Das ist halt immer so zwiegespalten. Ne? Noch immer ist unbeschränkt. Ich glaube, der ist sich unsicher, weil er ertönt das Visier wie ich drauf. Ich glaube, der wäre sonst durchgeheizt. Das würde dann am Tempolimit sehen. Ah, herrlich. Also wir heizen nicht immer durch, aber hier gelten zum Beispiel 150. Jo. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin so brain AFK. Jetzt kommt das Tempolimit. 120. Ich habe ihm gesagt, fahr nicht arg viel schneller. 20, 30 drüber. Ist in Ordnung, aber mehr lohnt sich nicht zu riskieren, weil die hier zwar selten blitzen, aber ja. Er macht einen Tempomaten rein. Ich sehe, was er vorhat. Ja. Hat er ihn jetzt reingemacht? Ne, hat er nicht. Der ist noch auf dem Gas. Ich dachte, er macht jetzt einen Tempomaten rein, weil er oben rumgefummelt hat am Tempomat. Ne? Ey, das ist so geil, wenn ich euch das erzählen kann. Marke ist so lustig. Der ist so, ja, hier blitzen die nie. Ich so, doch, die blitzen da vorm Tunnel dann wiederum. Also hier auf der Strecke nicht, aber vorm Tunnel nach zur Außenausfahrt, also da, wo es zum Porsche-Museum geht, dahinter blitzen die vorm Tunnel mega gern mit so Dreierblitzer. Ich weiß nicht, ob sie auch von hinten, blitzen. Er hat eine Faust gegeben. Der dachte, safe, die Super Duke geht noch mehr ab. Das Problem ist, wir haben einfach so einen riesen Luftwiderstand. Und es ist ein Wahnsinn, was wir an Masse auf diesem Bike ausmachen. Das Bike wiegt knapp über 200 Kilo. Wir zwei wiegen knapp 200 Kilo. Das sind 400 Kilo, das ist fast eine halbe Tonne, Mann. Das ist Wahnsinn, was wir wiegen mit dem Bike. Das sind selbst 170 PS, auch wenn die mega motorisiert sind. Aber gerechnet auf den Luftwiderstand auch nicht genug, um bequem 300 zu fahren. Das vergessen halt viele, aber man darf es halt nie vergessen. Als Sozius ist es so viel angenehmer. Ich sitze da hinten drauf und freue mir den Ast ab, weil den ganzen Luftwiderstand darf er abfangen und mit dem Gewicht mit seinem Körpergewicht ausgleichen. Ne? Weil ich einfach dahinter, hinter ihm im Windschatten sitze und einfach nur ein bisschen mit dem Helm hervorgucke. Aber man merkt halt schon extrem, wenn man so 240 fährt, dass die Landschaft an einem extrem schnell vorbeizieht. Das Porsche Museum ist so hübsch. War da einmal drin gewesen? Ich noch nie. Echt? Nee. Jetzt einfach nur noch geradeaus. Ja. Hier gilt jetzt überall 40, gell? Ja, schalt den ersten. Okay. Bam, 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 bam. Und dann fahre ich hier halt die ganze Zeit 40 lang. Ey, ich komme mir so dumm vor, wenn ich im Auto ein Tempomat bei 40 reinmache. Die Leute hinter mir, die staunen sich, das glaubst du gar nicht. Und dann so richtig Klischee, gell? Ja, ich würde jetzt auch Tempomat reinmachen, geht aber erst ab 50. Echt? Ja. Scheiße, Mann. Das Ding ist, die meisten Tempomate bei Motorrädern sind bis 180 oder 90. Ja? Bei der Super Duke geht das Tempomat bis 250. Geil! Alter. Der heizt mit einem Kind drin, Alter. Die Leute hier sind crazy.
Ja, okay, Leute, ich hoffe, euch hat der kleine Motovlog gefallen. Wenn es so ist, lasst doch Manu und mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.